06 TV wird präsentiert von Schaltplan, Ihr Partner für Ihre Schaltanlage. Max Schulze News. Am Ende 0:1 gegen 1860. Erstmal ein Rückschlag, den man jetzt verdauen muss. Ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube, insgesamt heute war die Leistung in Ordnung. Gerade in der ersten Halbzeit, denke ich, haben wir ein gutes Spiel gemacht. Zweite Halbzeit sind wir so ein bisschen schwieriger reingekommen. 60 hat eine Umstellung gehabt, mit der wir ein bisschen Probleme hatten. Und dann kriegen wir in der Phase, ja, einmal nicht aufgepasst beim Einwurf, nicht sauber verteidigt, das 1-0 rein, kriegen dann noch die gelb-rote Karte und dann wird es schwer, hier zurückzukommen. Ich denke aber, insgesamt war das eine ordentliche Leistung mit einem bitteren Ergebnis für uns. Ja, jetzt geht es darum, ein paar Tage abzuschalten, alle die Köpfe frei zu kriegen und dann Anfang des neuen Jahres hier wieder mit voller Power durchzustarten. Seid ihr in der zweiten Halbzeit vielleicht auch ein bisschen zu passiv geworden? Man hatte das Gefühl, der Treffer von 1860 deutet sich nach und nach an. Ja, genau, das meine ich ja. 60 hat umgestellt, hat einen Gepard reingebracht, ganz klar als Zehner. Da sind wir so ein bisschen, ja, sag ich mal, ins Schwimmen gekommen. 60 hat ordentlich Druck gemacht. Ja, da hätten wir besser darauf reagieren müssen, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass insgesamt die Leistung in Ordnung war. So schwer es einem in dieser Situation fällt, was kann man vielleicht an Zuversicht, an Hoffnung mitnehmen, damit man eben im nächsten Jahr sagen kann, ey, das schaffen wir? Ja, ich glaube, die Mentalität, die wir auf den Platz gebracht haben, die letzten beiden Spiele, darauf müssen wir aufbauen. Und ich glaube, wir können auch heute, wir haben mit dem Gegner absolut mitgehalten. Also ich glaube nicht, dass wir absolut unterlegen waren. Das stimmt mich zuversichtlich. Und wie gesagt, im neuen Jahr geht es hier mit voller Power los, ja, um das Ding hier zu schaffen. Julian Schaute, 0:1 Niederlage gegen 1860. Das bisschen, was man sich gegen Magdeburg zurückgeholt hat, damit erstmal wieder ein Rückschlag. Ja, vom Ergebnis her auf jeden Fall. Aber ich glaube, so vom Spielerischen, gerade in der ersten Halbzeit, waren wir klar die bessere Mannschaft. Waren ja nicht zielstrebig genug, glaube ich, dann in der Box. Und hätten wir uns mit dem 1-0 vielleicht vor der Halbzeit belohnt, wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen. Aber so ist es halt in der Liga. Du kriegst ein Gegentor, die stellen sich hinten rein. Und ja, wir sind dann nochmal angelaufen. Und ja, sollte nicht sein. Jetzt kommt die Pause. Was kann man aus den letzten beiden Spielen vielleicht trotzdem an Mut, an Selbstvertrauen, an Zuversicht für die Aufgabe dann im neuen Jahr mitnehmen? Ja, ich glaube, wie gesagt, auf der ersten Halbzeit können wir darauf aufbauen, auch gerade fußballerisch war das wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, die Mentalität im ganzen Spiel, ja, da ist jeder für jeden gelaufen, hat gefightet, das haben wir aus dem Magdeburg-Spiel mitgenommen und ich glaube, da müssen wir dran anknüpfen und ja, da müssen wir nur noch die Punkte holen und uns belohnen. Was war dein Ausschlaggebend, dass das in Halbzeit 2 heute nicht mehr so funktioniert hat wie im ersten Durchgang? Ja, ich glaube, 60 hat dann umgestellt ein bisschen und hat sich besser auf uns eingestellt. Hatten wir ein bisschen Probleme in den ersten Minuten. Ja, sind dann, glaube ich, wieder ein bisschen besser reingekommen, aber dann ja, kriegen wir das blöde Gegentor und ja, dann sind wir nochmal angelaufen, aber ja, haben nicht mehr die klaren Chancen rausgespielt und ja, dann hat 60 das über die Zeit gespielt.